Guten Morgen, meine Lieben. Daily Vlogs Tag 1, besser gesagt Tag 2, weil ich euch da den Vlog vom Sonntag noch hochlade. Ja, und zwar ist heute Montag, der 16. Oktober. Und ich bin tierisch fit. Ja, ich bin voll motiviert. Nicht. Ja, Feierabend war gestern um 10:30, also 22:30 Uhr. Ja, und die Nacht war kurz. Ich habe jetzt bis 6 Uhr geschlafen. Ich habe die Kids geweckt, die sind jetzt alle in der Schule, auf der Arbeit. Mein Mann ist wieder auf der Arbeit. Ich habe Luna gefüttert. Die spielt gerade mit ihrem Brötchen. Habe jetzt schon ein bisschen hier weggeräumt. Da drüben liegen die Brötchen für Semmelbrösel noch zu machen. Die will ich jetzt trocknen. Und jetzt will ich mich dem Chaos hier widmen. Das ist noch Geschirr. Und den Rest Geschirr will ich einräumen. Ja, ich kann euch die Maus mal zeigen. Da sitzt und spielt wie gesagt mit ihrem Brötchen. Und ja, warum jetzt hier draußen so ein blaues Licht leuchtet? Keine Ahnung. So, wie gesagt, sind alle jetzt wieder in der Schule und ich werde mich jetzt mal meine Arbeit begeben. Nachher werde ich mit Luna noch spazieren gehen. Boah, ich bin noch total kaputt, mir tut alles weh. Aber es muss ja gemacht werden, ne? Macht ja sonst keiner. Jo. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Nicht wundern, wegen Licht draußen ist noch dunkel. Wir haben jetzt gerade mal 7:15 Uhr. Ich habe jetzt alles soweit aufgeräumt. Küche ist fertig. Darkroom. Gäste-WC ist fertig. Waschmaschine und Spülmaschine habe ich eingeräumt, muss ich aber noch nicht anmachen. Betten habe ich gemacht. Draußen, wie gesagt, ist es noch ein bisschen dunkel. Ich werde mir jetzt gleich eine Jacke anziehen und dann werde ich mir Luna schnappen. Werde eine Runde mit ihr laufen, mache ich morgens immer. Ja, und dann geht's weiter. Und dann geht's in den oberen Stock. Weil immer diese frustrierten Hausfrauen haben ja nichts zu tun, ne? Ja, dann werde ich Wäsche wahrscheinlich machen. Die Maschine werde ich noch nicht anmachen müssen. Muss mir noch überlegen, was ich heute koche. Ich habe überhaupt keine Idee. Aber was ich euch mal noch fragen wollte, und zwar habt ihr dieses Jahr auch so Probleme mit diesen scheiß Fruchtfliegen. Wir haben uns da so eine Falle gebastelt. Spülmittel und Essig kann ich euch empfehlen. Das ist dieses Jahr echt schlimm. Da gibt es ja so viele Methoden, wo man die irgendwie beseitigen kann. Aber sobald es draußen ein bisschen wärmer wird und die Fälle dann alles gemacht werden. Ja. Und Wespen haben wir dieses Jahr echt viel. Boah. Gestern haben mich 3 Stück auf der Arbeit besucht. Kam Fenster auf. Und ich bin ja allergisch gegen diesen Scheiß, ne? Ich bin dann immer begeistert, ich renne dann immer hier rum und versuche alle raus oder kaputt zu machen. Ja. Oh mein Gott, kaputt.
So, ja, morgens habe ich immer ein bisschen Musik laufen. Jetzt gucken, dass hier die GEMA nicht gleich wieder anfängt zu spinnen. Aber mit Musik fällt es aufsteigend noch besser. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, die Madame wartet schon. Ich ziehe mir jetzt meine Jacke an, weil es ist nämlich echt verdammt kalt draußen. Es ist echt kalt. Ich war eben mal kurz draußen ohne Jacke und habe den Müll rausgebracht. Leute, Leute, das ist ganz schön fresh, ja. Ja. So, Licht aus. Leine, los. Geh mal, Hassel. Geh mal, hopp. Ja, komm. So, jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren. Meine Wäsche hängt noch, weil es die ganze Zeit so schön sonnig ist. Aber wenn ich die dann abends nicht rein tue, ist sie morgens wieder ein bisschen feucht. Luna, was? Na, komm her. Super. Kopf runter. So, heute Morgen geht es jetzt, da hinten ist nur der Nebel. Gestern war ja wirklich so, dass man gar nichts gesehen hat. Aber heute geht's, ist immer noch neblig. Aber wie gesagt, erst da hinten. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen. Und da passiert eigentlich nicht viel. Also, dass die Madame die ganze Zeit am Schnüffeln ist. Und das Pinkeln und alles zwischendurch vergisst. Ja, aber ansonsten passiert beim Gassigehen eigentlich noch nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich dann wieder bei euch. Ja. So, ihr Lieben, 5 Sekunden mal hinsetzen. Die Maus ist auch hier. Hallo. Sag mal hallo. Hallo, ihr Lieben. ja, die Maus ist auch da, die ist ein bisschen jetzt müde. Klar, spazieren gehen und rumrennen die ganze Zeit. Die hat ja keine 5 Minuten Ruhe, die muss mir immer hinten am Arsch kleben. Ja, ich war jetzt noch oben. Hab Wäsche runter vom Bad. Hab Wäschmaschine angemacht, hört man vielleicht auch. Jetzt habe ich mal einen Schluck getrunken. Und ich habe eine Frisur. Ja, jetzt werde ich meinen Vlog von gestern, von Sonntag, der erste Tag, werde ich jetzt mal auf den PC schmeißen und werde ihn dann hochladen. Weil ich habe das letzte Video, glaube ich, vor 5 Tagen hochgeladen. ja. Den Vlog von heute
Seht ihr dann morgen? Ja, ich habe ja bald Jubiläum. Ende Oktober am 30. habe ich 4 Jahre YouTube. Und wo bin ich gelandet? Naja. Das ist ein anderes Thema. Mein Handy ladet auch gerade da üben. Ja, das wollte ich euch übrigens mal noch vorstellen, weil einige gefragt haben, ich soll eine kleine Review machen, wie es mir gefällt und wie ich so zurechtkomme und was ich so drauf habe und so weiter und so fort. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Heute Abend startet Bauersucht Frau, das habe ich euch aber im Vlog von gestern schon erzählt. Dann müsste ich langsam mal meine Akkus aufladen, weil ich glaube, 2 sind leer. Der eine ist jetzt noch 3/4 voll. Sonst kackt er mal irgendwann heute ab. Was ich zu essen raus habe, kann ich euch auch gleich zeigen. Was ich mir heute Mittag mache, weiß ich noch nicht, aber ich glaube doch. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe hier schon meinen USB-Stick. Da ist meine Speicherkarte drin. Und dann mache ich dann immer in dieses kleine Fach hier noch meine Micro-SD-Karte rein von der Kamera. Und dann schmeiße ich das auf den PC. Ja, wie gesagt, der letzte Vlog ist leider ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Sauchen muss ich heute noch und rauswischen. Wie gesagt, Spülmaschine läuft, man hört's. Ich habe jetzt raus heute für nachher ein Sandwich Toast, amerikanisches, und zwar in Vollkorn. Dann habe ich für heute Abend frische Schupfnudeln raus, Schinken geschnitzeltes und solche Hackbällchen, solche fertigen. Und für mich werde ich was Vegetarisches zu den Schupfnudeln machen oder esse ich die Schupfnudeln so. Ja, und da gibt es dann noch einen Salat dazu. Und das war's dann eigentlich im Großen und Ganzen. Ich wollte euch mal noch 2, 3 Kommentare vorlesen. Ja, das mache ich jetzt noch kurz, sorry. Ich muss hier wieder das Licht anmachen. Moment, ich drehe euch kurz rum, dann melde ich mich wieder. Im Übrigen habe ich meinen Tischläufer von der lieben Virginie drauf. Ja, der gefällt mir ganz gut, passt auch gut zum Tisch. Und zwar habe ich hier mal als erstes von der Tanzarmy: Supermarktfleisch ist gerade nicht die beste Wahl. Kauf lieber mal Fleisch beim Metzger, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Denk mal an die Tiere. Ja. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich denke schon an die Tiere, aber ich habe das Autogramm, wollte ich gerade sagen, das Kommentar auch noch nicht zurückgeschrieben, werde ich aber noch machen. Ich wollte aber nur mal sagen, meinst du wirklich, das ganze Fleisch vom Metzger ist besser dran? Also ich glaube, so von der Tötung her ist alles gleich. Ich würde mal sagen, Bullchen zu das Gerät an den Kopf und fertig ist das Fleisch, ne? Also das macht wahrscheinlich keinen Unterschied und ich denke, viel besser behandelt werden die Tiere vom Metzger oder von dort, wo der Metzger sein Fleisch her hat, von den Leuten auch nicht. Also das hat absolut nichts mit Supermarktfleisch zu tun. Ich glaube, die Diskussion, die habe ich schon 100.000 Mal geführt, weil ich jedes Mal so einen Kommentar bekomme. Wenn ich dann einen Haul mache, etwas grillen oder keine Ahnung, dann kommt immer, wie kannst du denn so viel Billigfleisch kaufen? Und das haben schon so viele angeschnitten, also irgendwann, ja, ist einfach ausgelutscht. Weil wie gesagt, das Fleisch vom Metzger ist auch nicht immer das Beste, ne? Und das Beste ist immer noch für mich, weil ich esse kein Fleisch. Weil solche Rinder oder Schweine oder was auch immer, wo man sagen kann, ja, das Fleisch ist gut, die wachsen für mich einfach auf so einer schönen Wiese auf, ohne Gentechnik, ohne Antibiotika, ohne irgendwas und werden am besten gar nicht geschlachtet. Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Kommentar. Da muss ich nochmal zurück. Ich drehe euch wieder rum. Dann haben wir hier wieder meine Kommentare von Luis. Nein, doch,
Oh, wenn das ein kleiner Foodhall ist, will ich nicht wissen, was du kaufst, wenn du viel holst. Ihr habt ja ordentlich Appetit. Ja, ich würde mal sagen, das ist auch kein böses Kommentar, habe ich auch nicht so aufgefasst, werde ich auch noch zurückkommentieren. Aber ich finde es eigentlich so manchmal auch ganz lustig, wenn man so Kommentare auch mal live kommentiert. Ja, ich habe extra dazu geschrieben, kleiner Foodhall, weil wir ja ein 5-Personen-Haushalt sind und wir oft noch die Freundin von meinem Sohn da haben, sind wir 6 Personen. Dann hatten wir zu Besuch meine Tochter, ihre Freundin, übers Wochenende. Ja, und wir holen ja immer die Sachen im 2-3 Päckchen, also zum Beispiel Mehl oder Milch oder irgendwas, hole ich ja nicht nur ein Päckchen, sondern hole ich immer gleich 2-3. Und weil 5 Personen, wie gesagt, ist schon immer recht viel und es ist immer, es hält auch eine Weile. Meistens gehe ich auch einen Großeinkauf so alle 2-3 Monate machen. Das zeige ich euch manchmal auch gar nicht. Deswegen zeige ich euch ab und zu immer nur ein kleiner Foodhall und bei 5-6 Personen fällt schon einiges an, weil ja, wir sind alle keine Kinder mehr, wir sind alle erwachsen. Da kommt schon einiges zusammen. Und ordentlich Appetit? Nicht unbedingt. Das ist ja auch nicht alles für einen Tag, das ist ja meistens für ein paar Wochen. Von daher ist das, denke ich, nicht so schlimm. So, dann geht's weiter. Dann habe ich hier von Need You to Me. Hey Nadel, kannst du vielleicht wieder mal mit einem normalen Objektiv filmen? Gerade wenn du Produkte in die Kamera hältst oder selbst ganz nah an die Kamera rangehst, sieht alles immer viel breiter aus, als es tatsächlich ist. Erstmal lieben Dank, dass ich in der Kamera breiter aussehe, wie ich eigentlich bin. Naja. ich muss dazu sagen, ich filme unheimlich gern mit meiner Legria, wie jetzt gerade auch wieder. Und das ist eigentlich meine Vlog-Kamera. Und die ist eigentlich so für Vlogs ganz toll, weil die kann ich immer in die Tasche stecken, die kann ich immer mitnehmen. Da kann ich auch mal was heimlich filmen, ja. Allerdings hast du recht, ich könnte, wenn ich mal den Food Hall oder wieder ein Hall oder irgendwas drehe, mal wieder mit dem Camcorder oder mit der anderen Kamera filmen, weil ich muss das Zeug immer unheimlich dicht an die Kamera halten, weil sonst sieht man das nicht vom Weitwinkel her. Und es ist dann immer so, so weit weg. Und deswegen sieht das immer dann so dick aus. Und wenn ich jetzt ganz nah rangehe, ja, dann bin ich auch ganz dick. Meine Güte, habe ich heute Augenringe. Ich sehe aus, als hätte ich 5 Jahre nicht geschlafen. Es wird Zeit für einen Concealer. Ja. Auf alle Fälle ist das dann so, dass ich dann doch, die Sachen sehen dann ein bisschen breiter aus, du hast schon recht. Finde ich nett, dass man auch mal so Kommentare schreibt, auch mal Kritik, aber auf einem normalen Level und nicht gleich, so blöde alte Kuh und siehst so fett aus. So kann man das dann auch schreiben und man kann das ja dann auch umsetzen, weil wenn ich nicht weiß, was euch stört, kann ich es natürlich auch nicht umsetzen. Ne? So sieht's aus. Also ich werde versuchen, wenn ich mal wieder die Halls drehe, wieder mit dem Camcorder oder mit der anderen Kamera zu filmen, damit ich auch zoomen kann, damit es nicht ganz so breit rüberkommt. Aber Vlogs oder so möchte ich schon eigentlich gern weiterhin mit der Legria filmen. Ich kann ja auch versuchen, ein bisschen weiter weg oder was auch immer zu bleiben. Ja, ihr Lieben, das war an sich so die 3-4 Kommentare, wo ich euch noch zeigen wollte. Ich habe dann noch eins gekriegt, aber das ist eigentlich von Digital Media, nice video, you can go to. Und dann habe ich so einen Link bekommen, da steht dann drauf, for interesting views und so weiter. Das ist alles, das fliegt bei mir in den Mülleimer. Ich bin nicht interessiert an Abo kaufen, an Aufrufe kaufen oder was weiß ich. Das können andere besser wie ich. Deswegen fliegen solche Mails bei mir gleich. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich gehe jetzt an den PC. Sonst besteht der Vlog für morgen irgendwie nur aus Sachen, wo ich morgens gedreht habe und den ganzen Tag nicht mehr.
Also deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt an den PC, schmeiß den Vlog auf den PC, lade ihn für euch hoch und melde mich später nochmal, weil wir haben jetzt 8:45 und ich vlog irgendwie nur vom Morgen. Tja, bis später, ihr Lieben. So, ihr Lieben, jetzt drehen wir noch den Schluss für unseren Vlog. Halloween. Und zwar bin ich gerade im Hof mit Selina und mit der Hexe hier. Wir sind meistens abends noch ein bisschen draußen. Selina zeigt mal so, was sie Neues auf dem Handy hat. Was? Oh Gott, Juri und Alf. Und wir gucken jetzt ein bisschen Sterne an. Und zwar ist im Moment sternenklar, weil es heute so warm war. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ich mache es jetzt mal kurz so. Ja, sternenklar. Und ich warte jetzt, bis 8:45 ist. Ja. Und dann schaue ich Bauersucht voran. Au, Luna. Und ich habe mir gedacht, ich melde mich mal ein bisschen kurz bei euch, bevor wir reingehen. Ich finde den Effekt ganz toll. Guckt man sich vor wie an Halloween. Ja, Halloween ist ja bald am 30. Oktober. Ihr könnt mir mal erzählen oder in die Kommentare schreiben, ob ihr Halloween feiert oder ob ihr findet, dass man nicht alles, was so von Amerika oder so mitmachen muss. Hier sind ja auch noch ein paar Sternlein. Sternlein am Himmel stehen, ja, genau, also es ist echt sternenklare Nacht heute und ja, könnt ihr mir ja mal, jetzt bin ich aber gelb, erzählen, ob ihr auch so Halloween, ob ihr dekoriert, ob ihr rausgeht, ob ihr Süßes oder Saures sucht oder was auch immer, würde mich mal interessieren. Das ist übrigens eine Taschenlampe. Ja, wir sind jetzt noch 15 Minuten draußen und dann gehen wir rein. Dann kriegt Luna ihr Essen und ich melde mich später nochmal bei euch. Ja. Und ich bedanke mich schon jetzt für die lieben Aufrufe für meinen Vlog, den ich heute hochgeladen habe. Selina zeigt euch ihren Lieblings-YouTuber. Hä, ist nicht mehr... Ja doch. Aber tadel nicht, Adi, warte. Jetzt sieht man deine Hand, ne? Ah ja, weil das spiegelt. Ich weiß. Bester YouTuber. Selina liebt Tadl. Tadl liebt Selina. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich melde mich später nochmal bei euch. Juri und Eis. Und würde sagen, bis nachher, ihr Lieben. So, ihr Lieben, ich bin jetzt rein. Da sitzt die Maus. Da ist Essen, also Vegetarier, mal schnell weggucken. Die hat jetzt ihr normales Futter und die muss vorher immer absitzen, bevor sie ihr Essen bekommt. Das habe ich euch ja schon erklärt und ich habe ihr jetzt noch ein Döschen für Junior mit reingemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das isst, weil abends kriegt sie normalerweise immer ein bisschen mehr, weil es muss ja auch länger anhalten. Na, sie versucht mal das Döschen komplett wieder in den Mund zu nehmen.